Mein Name ist Holger Friedrich, ich bin Bewohner dieser Stadt. Ich bin im Herbst 1966 in Berlin-Buch geboren, aber meine komplette Kindheit und bis heute bin ich Bewohner von Berlin-Mitte. Und ein Ort meiner Kindheit war auch der Schlossplatz 1 und der Schenkelplatz. Das ist vielschichtig, weil die Stadt war ja noch sehr kaputt, als man so Kind war. Ich kann mich erinnern, dass wir am Gendarmenmarkt noch in den Ruinen des Deutschen Doms gespielt haben. Gleichzeitig wurde ja die Innenstadt sehr modern neu gebaut, also die Rathauspassagen, so das Nikolaiviertel dann später. Und es gab bestimmte Orte, da schimmerte so der Rest der Stadt durch, der ganz alte Rest. Es gab zum Beispiel eine Szene in dem Film Paul und Paula, ganz zum Schluss, wo ein Altbau gesprengt wird. Der stand direkt gegenüber von meinem Kinderzimmer. Und es gab Orte, wie zum Beispiel den ehemaligen Ort der Bauakademie, wo genau gegenüber, da ist ja so ein Seitenarm der Spree, unten, da kommt man durch so eine kleine Treppe, kommt man da runter an der Brücke, da steht eine Eiche, die muss so 200-300 Jahre alt sein, die hat alles bis dahin mitgemacht und dort konnte man als Kind relativ ungestört ans Wasser, was ja sonst in Mitte nicht ging, weil das war ja alles Grenzgebiet. Und das waren so Orte, wo man sich zurückgezogen hat und gespielt hat als Kind. Das waren dann so die Abenteuerorte. Und gleichzeitig waren das die Orte, genau gegenüber war das Staatsratsgebäude, so die höchste Repräsentanz der Deutschen Demokratischen Republik, des Staatsratsvorsitzenden Genossen Erich Honecker. So, und insofern war das auch ambivalent, weil man einerseits so diese Macht- und Demonstrationsorte hatte und dann so diese leeren Ecken, wo der Krieg alles zerstört hatte, beziehungsweise wo dann auch nach dem Krieg alles abgeräumt wurde. Und es gab so bestimmte Ecken, wo dann eben noch dieses alte Berlin so vorlugte. Und das war so der Platz gegenüber der Bauakademie. Man hat sich ja auf Sachen verständigt. Also man hat sich darauf verständigt, dass man 62 die ja wieder im Aufbau befindliche Ruine abreißt und dann ein sehr modernes DDR-Außenministerium so als Querriegel hingestellt hat. Ist ja auch fertig geworden, wurde ja bis 1989 oder bis 90 genutzt und wurde ja dann auch abgerissen. Insofern schaffen wir es ja immer wieder, bestimmte Entscheidungen herbeizuführen, wo wir Substanz erstmal zerstören und jetzt zu Ihrer Frage zurückkommt, danach nicht wissen, was wir dann eigentlich tun sollen. Also so wie man nicht dafür sorgt, dass eine Stadt bombardiert oder zerstört wird durch kriegerische Handlungen, sollte man auch nicht dafür sorgen, dass also Relikte der Vergangenheit, aus was für Gründen noch immer, die noch so klug gedacht sein mögen, aber dass man sie nicht wegräumt, sondern dass man sie eigentlich bewahrt. Und ich kann gut verstehen, dass man jetzt nicht weiß, was man tun soll, weil da stand mal ein ikonografisches, nee, da stand mal Innovation. Diese Bauakademie war ja auch technologisch eine Innovation, so mit dem ganzen Eisenguss. Dann lässt man das zerstören, dann räumt man das ab, dann baut man eine neue Vision, dann räumt man die auch wieder ab mit dem Außenministerium. Dann versucht man, was zu rekonstruieren mit diesen Wohnhäusern daneben, was ja wirklich banale Architektur ist. Man reißt das Schloss ab, man baut einen Palast, den man auch wieder abreißt, dann baut man eine Schlosskopie und all das zeigt, dass man eigentlich keine Idee für die Zukunft hat. So, und jetzt ist ja Berlin geschlagen von dem Umstand. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Höchstwahrscheinlich hat das was mit dieser desaströsen Bildungspolitik zu tun und langsam schleift sich das durch die Generation, dass man nicht in der Lage ist, eine übergeordnete, zivile und möglichst friedliche Vision für diese Stadt zu entwickeln, die auf Basis bester Technologien im Sinne eines ökologischen Gleichgewichts für alle, die in dieser Stadt leben wollen, irgendwie eine faire Chance bietet. So. Und dann setzt natürlich ein Verteilkampf ein und das ist einer der exponiertesten Orte in dieser Stadt, der Schlossplatz 1. Und jetzt ist die Frage, wer hat da die Deutungshoheit, wer hat da die Gestaltungshoheit und wer hat wiederum die Macht? Und das bedeutet ja in so einem Fall dann auch das notwendige Kapital, den Standard zu setzen. So, und einen Standard zu setzen in Berlin ist das eine. Das funktioniert ja schon nicht, weil man sich im Regelfall den kleinsten gemeinsamen Nenner versucht zu verständigen, was da nicht funktioniert. Was viel sagt über die politische Kultur in dieser Stadt. Aber selbst wenn man das erreicht hat, ist man ja dann umsetzungsschwach und bekommt es ja dann nicht hin. Also wie lange, ich will das jetzt alles gar nicht aufzählen. Also selbst wenn man sich auf etwas verständigt hat, ist ja die Möglichkeit, das umzusetzen, dann auch sehr beschränkt. Und dann ist es vielleicht besser, gar nichts zu tun.
Ich weiß es nicht. Ich bin auch kein Experte. Ich bin Bewohner dieser Stadt und wenn ich was kann, dann in dem Zusammenhang ist es vielleicht eine Küche renovieren, aber dann hört mein Kompetenzlevel auch schon auf. Gleichzeitig, wenn man sachlich drüber nachdenkt, haben wir zwei Varianten. Entweder sagen wir, dort stand als Zeugnis der Innovationskraft, der wirtschaftlichen Potenz und eines Bildungsanspruchs ein Haus, was wir in unserem geschichtlichen Bewusstsein bewahren sollten. Und insofern, auch wenn es zerstört wurde, bis auf die Grundmauern, irgendwas wird sich im Erdreich finden lassen. Und das nehmen wir als Kristallationspunkt und rekonstruieren es wieder. Wenn man das Bauhaus in Dessau nimmt, das ist wie oft zerstört, wie oft umgebaut und von wem auch immer, wie mit welcher Intention verändert worden. Von den Nazis, von den Kommunisten, jetzt auch wieder so. Und trotzdem ist es richtig, dass das Bauhaus so in Dessau wieder steht, wie es steht, weil es ist ein Ort, wo sich kluge Menschen zusammenfinden und versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Die gegenteilige Perspektive ist, wir haben es als Stadt, als Gesellschaft nicht vermocht zu verhindern, dass ein solches Gebäude zerstört wird. Wir haben, oder teilzerstört wird, wir haben es nicht vermocht zu verhindern, dass diese Teilzerstörung vollendet wird. Wir haben es nicht vermocht zu verhindern, dass es so überbaut wurde, wie es überbaut wurde mit dem DDR-Außenministerium. Wir haben es auch nicht verhindert, dass das dann erhalten wird. Und wir haben es nicht verhindert, dass drumherum, also die Friedrich-Werdersche Kirche, was da drumherum gebaut wurde, ist also aus einer baukulturellen Perspektive als Laie, sage ich, also ein Verbrechen. Ich weiß nicht, wer in dieser Stadt das genehmigt hat. Die, die sich daran jetzt irgendwie als Investoren dann einen schmalen Taler gemacht haben, herzlichen Glückwunsch, gönne ich Ihnen von Herzen für Berlin, für Berlins Mitte, Berlin als Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, als größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union, ist das ein kulturelles Armutszeugnis. So, und insofern wäre die zweite Variante, wir lassen alles so, wie es ist, weil das wäre höchstwahrscheinlich der ehrlichste Punkt. So, die dritte Variante ist, dass wir vielleicht als aus diesen ganzen Versagenspunkten jetzt mal versuchen zu reflektieren, was ist im guten Sinne, was ist im schlechten Sinne möglich, auf den Schinkelschen Gedanken zurückzugehen. Das war ja nicht Schinkel ganz allein, das war ja auch eine Gesellschaft drumherum. Also 280 Jahre zuvor ist das erste Opernhaus weltweit als alleinstehendes Haus gebaut worden. Das ist heute die Staatsoper. Wir haben Gott sei Dank 500 Millionen in die Hand genommen, um sie wieder zu rekonstruieren und auch so zu rekonstruieren, dass sie modernen Ansprüchen genügt. Also wir können ja, wenn wir wollen, so dass wir zu diesem Punkt zurückgehen und sagen, okay, wenn wir sagen, was ist heute aus innovativen Perspektiven möglich, technologisch, bautechnologisch, was ist aus gesellschaftlicher Perspektive notwendig? Ja, wir haben also eine große ökologische Herausforderung, die nach wie vor unbeantwortet ist. Was ist aus gesellschaftspolitischer, Stichwort Wohnungsbau und, notwendig? Haben wir einen exponierten Ort, wo wir die Klügsten nicht dieser Stadt, nicht dieses Landes, sondern der Welt einladen sollten, zu beweisen, dass wir es besser können. Und dass dieser Bau dann vielleicht länger stehen darf als die ursprüngliche Bauakademie und wir damit das Vermächtnis von Schinkel, der ja versucht hat, diese Dinge irgendwie in Einklang zu bringen, versuchen zu erfüllen, nur mit den Mitteln der heutigen Zeit. Das wäre eigentlich meine präferierte Variante. Aber ich sehe nicht, und da sind wir wieder bei der Umsetzungsschwäche von Berlin, dass wir uns überhaupt darauf verständigen können, dass wir so innovativ sind. Selbst wenn wir das schaffen würden, wären wir dann wiederum nicht in der Lage, es umzusetzen. So, und wenn wir jetzt im Zurückgehen, es gibt ja so Orte, die so entstanden sind, also in Hongkong das Lloyds-Gebäude, was damals ja Richard Rogers gebaut hat, hat die ganze Welt drüber geredet, weil er hochinnovativ darüber nachgedacht hat, wie man ein modernes Bürogehäuse, ein Bürogebäude baut. Und das ist ikonografisch. Oder das Centre Pompidou in Paris mit zusammen, also er selber mit dem Renzo. Ich meine, das, wie nennen das die Pariser? Die Raffinerie, ja? Aber jeder in Paris geht dorthin und das ist genau die Opposite von dem klassischen Paris. Und das ist ein Ort, wo sich die Welt trifft und das wird die Zeit überdauern. So, die Frage ist, haben wir diese Gestaltungskraft und haben wir diese Umsetzungskompetenz? Und was bräuchten wir in der Berliner Stadtgesellschaft, um das sicherstellen zu können? Und wenn wir das nicht sicherstellen können, wenn das wieder so versackt in diesen Parteigremien, in diesem Filz dieser Stadt, wo so irgendwer miteinander auf niedrigstem Niveau so ein paar Taler hin und her schiebt, dann sollten wir es bitte so lassen, wie es ist. Dann ist das einfach ein Mahnmal unserer Zeit, dass wir nicht in der Lage sind, ambitioniert zu denken und ambitioniert umzusetzen. Also wenn ich so vollständig frei von aktuellen Beschwernissen zurückdenke, dann würde ich beginnen beim Brandenburger Tor und enden beim Schloss und genau diese Abwicklung, diese Stadtabwicklung wiederherstellen lassen.
Das ist aber nicht realistisch, weil wir haben so ein Aeroflot-Gebäude, wir haben dieses komische Europahaus da am Pariser Platz oder die Akademie der Künste, ja, so diese Glasfassade. Wir haben auch diese Schlosskopie und wir haben um den Schinkelplatz herum diese Investorenarchitektur. Also die Situation ist ja, wie sie ist. Und wenn Sie die Frage so formulieren, würde ich mir wünschen, dass dort ein sehr menschlicher, hochinnovativer und spektakulärer Bau steht, der nicht nur mich überrascht, sondern der aus einer Gestaltungsperspektive ein Ambitionsniveau transportiert und der aber gleichzeitig menschlich ist. Also wo, in dem man gerne, also wo Aufenthaltsqualitäten da sind. Und was das sein könnte, das weiß ich nicht, das müssen moderne Architekten gestalten. Also in Demut zum Ort und in Demut vor der Aufgabe. Und wenn ich dann mit dem Fahrrad langfahren würde, dann wäre ich eher bei dem Bild eines Centre Pompidou und weniger bei einer klassizistischen Rekonstruktion in Stahl-, Beton-, Skelettbauweise mit angeklebter Fassade, die so tut, als wenn sie historisch wäre. Mir blutet das Herz, wenn ich das so sage, weil der originale Bau wäre sicherlich das, was ich mir wünschen würde. Nur ich halte es nach den Erfahrungen mit der Schlosskopie für nicht realistisch, dass das ein in sich stimmiges Konzept werden kann. Ja, aber selbstverständlich. Ich bin ja immer erstaunt, wie ignorant Berlin ist oder die Diskutanten. Also in Sichtweite, keine 100 Meter entfernt, genau gegenüber steht ein Bau der DDR, Industrie- oder Architekturavantgarde, das Staatsratsgebäude. Das ist Gott sei Dank nicht abgerissen worden. Das ist sehr sensibel rekonstruiert worden. Der Nutzer ist die European School of Management and Technology, die ESMT. Die wird in der Berliner Gesellschaft, glaube ich, ein bisschen ignoriert. Aber sie hat sich mittlerweile, glaube ich, auf Platz 7 der weltweiten Business Schools vorgearbeitet. Wird in einem Atemzug mit Oxford oder Stanford genannt. Wird aus Berlin ohne öffentliche Mittel gemanagt und beweist, dass sie aus einer internationalen Perspektive ganz, ganz weit vorne sein kann. So, und wenn wir das unter Architekturgesichtspunkten für so einen Ort denken könnten, wunderbar. Das setzt nur, glaube ich, voraus, dass es genau nichts mit Berliner Politik, nichts mit Berliner Verwaltung und nichts mit Berliner Transfermittelempfängern zu tun hat, die über irgendwas nachdenken und sich so einen Ort, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es höflich genug sagen kann, aber versuchen, so einen Ort zu besetzen, um dann so persönliche Egoismen auszuleben, die aber auf Kosten eigentlich der Perspektive dieser Stadt gehen. So, und insofern würde ich sagen, maximal ambitioniert globale Perspektive und die klügsten oder ambitioniertesten Architekturstudenten dort einladen, das zu tun, was sie gerne machen möchten. Und irgendjemand finden, der das finanziert.